Aktiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Am Ende waren alle irgendwie mit dem Saisonauftakt zufrieden. Der FC Mecklenburg-Schwerin in seinem ersten Ligaspiel und Oberliga-Absteiger FC Anker Wismar trennten sich am Wochenende torlos 0:0. Für die Schweriner nach dem überraschenden Pokal-Erstrundenaus bei Blau-Weiß-Polz ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, ich denke für uns nach der Leistung in Polz eine Leistungssteigerung, das war auch ganz, ganz wichtig. Und ich denke, gegen Oberliga-Absteiger den Punkt mitgenommen zu haben, ist viel wert am Ende. Meine Mannschaft kam nicht so ins Spiel in erster Halbzeit wie erhofft. Zweite Halbzeit haben wir dann so gefühlte 70% Ballbesitz, aber zu zwingen dann so in 16, wo wir unsere Tor machen können, haben wir leider nicht geschafft. Der FC Mecklenburg übernahm den Verbandsliga-Startplatz vom FC Eintracht Schwerin. Eintracht hatte am letzten Spieltag der Vorsaison den Klassenverbleib gesichert und verschmolz dann mit dem FC Mecklenburg Schwerin. Trainer Ronny Stamer und das Grundgerüst der Eintracht-Truppe blieben. Sportdirektor Uwe Brauer konnte 10 Neuzugänge vom Projekt FC Mecklenburg überzeugen. 6 von ihnen standen dann auch gleich in der Startelf der Schweriner. Torwart Jesse Borchert, einer von ihnen, hatte in der ersten Hälfte weniger zu tun als erwartet. Gegen die favorisierte Ankertruppe bestimmte der FC Mecklenburg-Schwerin die Partie. Schon in der 6. Minute hatten die mehr als 400 Zuschauer den Torschrei auf den Lippen. Christopher Schmandt, Neuzugang vom MSV Pampow, zog von links schön nach innen und setzte den Ball an den Pfosten. Und damit das erste Achtungszeichen. Noch dichter dran war in der 18. Minute Erik Sabas. Dem schön herausgespielten Treffer verweigerte das Schiedsrichtergespann wegen einer Abseitsstellung des Vorlagengebers Jean-Pierre Baumann die Anerkennung. Diesen Chancen konnte nach dem Spiel schon ein wenig nachgetrauert werden. Wenn wir da zumindest einen von gemacht hätten, dass wir 1:0 in die Halbzeit gegangen wären, läuft das Spiel vielleicht auch anders. Knackpunkt in der zweiten Halbzeit war dann diese Szene in der 61. Minute. Selbst unsanft von den Beinen geholt, ließ sich Steven Fleming zu einem Nachtreten hinreißen. Die Folge? Gelb-Rot, der FC Mecklenburg-Schwerin gut eine halbe Stunde in Unterzahl. Von seiner offensiven Spielweise musste sich das Team dann erst einmal verabschieden. Wenn man, wie gesagt, gegen 11 Mann dann spielt mit einem Mann weniger, muss man zusehen, sag ich mal, dass man die Räume zukriegt. Das haben wir gut gemacht, auch ein bisschen Glück am Ende gehabt. Aber ich denke, so wie die Mannschaft gekämpft hat, das war schon klasse. Naturgemäß kamen jetzt eher die Gäste zu Torchancen. Ein Freistoß kurz nach dem Platzverweis strich knapp am linken Pfosten vorbei. Wenige Minuten später scheiterte Aram Yegiyasaryan mit einem Lupfer. Auch die Schweriner hätten den Siegtreffer erzielen können. Christopher Schmandt vergab die Doppelchance freistehend vor Ankerkeeper Kevin Supper. Das couragierte Auftreten des neu formierten Schweriner Teams nötigte auch dem Gästetrainer Dinalo Adigo Respekt ab. Die haben gute Jungs zusammengeholt. Klar, dass sie dann Zeit brauchen, aber die habe ich dann auf Rechnung. Ich wusste, dass dann heute das Spiel nicht so einfach sein werde, wie jeder andere Spieler natürlich. Aber wie gesagt, das ist ein schön und munteres Spiel dann gewesen. Leider, dass dann kein Tor gefallen ist. Ein Unentschieden gegen den FC Anker Wismar. Die Saison hätte durchaus schlechter starten können. Der FCM ist nach wie vor in der Findungsphase. Trainer Stamer konnte aber schon deutlich weniger Sand im Getriebe feststellen. Ja, ich denke, man hat auch heute gesehen, dass wir gerade auch im Angriffsverhalten zugelegt haben. Das, was im letzten Jahr unsere Schwäche gewesen ist, dass wir unheimlich starke Außenspieler haben, sag ich mal, die gewisse Geschwindigkeit und Tempo mitbringen. Da hoffe ich mir einfach für die nächsten Spiele, dass wir da mehr Kapital draus schlagen. Und das ist sehr, sehr, sehr positiv. Am kommenden Wochenende müssen die Schweriner zum Auswärtsspiel nach Friedland reisen. Nächster Gegner zu Hause ist dann am 25. August der Greifswalder SV. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.